das ist Blödsinn, denn viele Spieler haben auch eine Form, eine recht gute Form oder gewinnen eine gute Form, wenn sie im Training sind. Und das sollten sie auch. Sie sollten sich in Form bringen. 3-0. 66 Minuten gespielt, meine Lieben. Bisschen mehr als eine Stunde. Wir führen hier 3-0 und jetzt ist ja hier die Hölle los. Ach du Heilige. 12 Punkte bei uns auf dem Konto. Also damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Mit so einem aufspielenden KSC heute hier. Unglaublich. Terrazzino mit einem Hattrick. Das erinnert uns schon ein bisschen an Zweitliga-Ergebnisse. Wenn man sich mal überlegt, unser Einstand in der Bundesliga war gar nicht so gut. War nicht so berauschend, aber so wie es aktuell hier läuft, bin ich mehr als zufrieden. Wir rotieren heute mal experimentell mit ein paar jungen Spielern und das scheint sich hier wirklich bezahlt zu machen. Dieses Experiment geht hier 1-1 auf. Keine Hektik, kein gar nichts. Terrazzino jetzt nochmal. Also ich habe jetzt erst gedacht, so ja, wir müssen uns vielleicht, wir zittern uns zu einem Unentschieden mit diesem Experiment oder liegen relativ früh hinten. Hätte ich auch gar nicht schlimm gefunden gegen Gladbach, aber ganz im Gegenteil. Wir bauen hier uns richtig auf Gladbach, und das wieder auswärts. Und wenn wir das auch zu Hause abrufen können, holla die Waldfee. Da bin ich mal ganz gespannt. Momentan haben wir 58% Ballbesitz. 76. Minute ist erst gespielt. Da kann man auch noch einen Spieler bringen, bevor die hier einwerfen, die Jungs. Wen haben wir denn noch draußen? Ja, hier Hofmann. Keinen Jungen mehr. Ihr seht, ne, die ganzen Rentner sind draußen. Hofmann, Haas, ja hier, ja, Schwili. Sind alle draußen. Da würde ich sagen, nee, lassen wir die Jungs so durchlaufen. Die haben heute Spaß. Die haben sich's verdient. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie automatisch dadurch in die Startelf rücken. Das ist Blödsinn. Man muss auch so ein bisschen, ich sag mal, die alten Herren drin behalten. Ganz klar, bei wichtigen Spielen um wichtige Tore. Aber hier dieser Überraschungsmoment, das haben wir hier gut genutzt. Wir haben vielleicht durch diese junge Mannschaft einfach mal diesen Ehrgeiz geweckt. Bei dem einen oder anderen jetzt De Camargo. Oh, da hat nicht viel gefehlt. Der ging noch knapp am Tor vorbei. Ja, 80 Minuten gespielt, das Ding ist hier, glaube ich, gegessen für uns. Wir gewinnen. Und das ist richtig, richtig stark. Nach dem guten Auftritt in Schalke können wir heute mit unserer B11, möchte ich bald sagen, zumindest was das Mittelfeld angeht, ein richtig gutes Spiel hier abliefern gegen Borussia Mönchengladbach. Und das ist sehr, sehr viel wert. Gladbach wechselt nochmal aus. Wer kommt denn jetzt? Da kommt Kachunga, kommt rein und De Camargo geht raus. Ja, der hat es noch nicht gebracht. Da hat es eigentlich keiner gebracht. Wo schießt der denn hin, ey? Bahia genauso grottig heute. Also das war ja ein Spiel, das kam uns richtig gelegen. Und diese Punkte, die wir jetzt hier mitnehmen, die sind so furchtbar kostbar. Das ist so unglaublich. Das ist so viel wert. Wenn man um den Abstieg kämpft oder gegen den Abstieg, dann ist, oh, nochmal eine schöne Fahrschussposition für Pripp, der ist draußen, der macht's denn jetzt? Ich weiß gar nicht, wer der dritte, vierte im Bunde ist. Hofmann, eigentlich unser Gesetzter, Pripp ist jetzt auch draußen, der wäre der zweite. Und das ist nur das Terrazzino selber. Schauen wir mal, ob er das hinkriegt. Nein, da fehlt doch schon eine ganze Menge Erfahrung, Technik und auch, ja, Cleverness, um eine Standardsituation als solche dann umzusetzen. Sehr schön, Fasli. Super gemacht. Emre Can auf rechts, heute mal ein ganzes Spiel durchgespielt, gefällt mir sehr gut. Hat sich nicht so in den Mittelpunkt gestellt, aber das ist nicht so wild. Hat er ganz solide seine Arbeit gemacht. Ein US-Symbol hat heute Einsatz gekriegt, ist mit einer Form von 7 hier reingegangen. Mal gucken, mit was er rausgeht, wenn er hier an einem 3-0-Sieg beteiligt war, dass er da im Training wieder aufbauen kann. Aber das müssen sie. Sie müssen im Training alle noch ein Stückchen vorankommen, noch ein Stückchen wachsen. Osim Boy dann auch so eine Position, die recht schwierig momentan ist, einzusetzen oder zu belegen. Man muss aber auch langfristig denken, dass man solche Spiele aufbaut, mit dem Mannschaftsgefüge wachsen lässt. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Nachbericht, Schüsse aufs Tor, 0 für Gladbach. Das ist klasse, das ist spitze. Wir gehen gleich mal in die Halbzeit oder in die Nachbericht und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Bis gleich, meine Lieben. So, und damit herzlich willkommen zurück, meine Lieben. Ja, Nachbericht, 9. Spieltag. Also, ich hab mich da ganz gemütlich rangesetzt und mal die Partie, sag ich mal, ganz nüchtern begonnen. Aber das war ja wirklich heute ein Mega-Erfolg. Mega-Erfolg. Meine Ansprache vor dem Spiel war, wir werden Ihnen das Leben schwer machen. Die ist zu 100% aufgegangen. Emre Can kriegt hier eine 2 in der Benotung mit seinem mit seiner Torvorlage. Christoph Knasmüller auch 2 Torvorlagen.
Also das Experiment, das Experiment U25 ist hier aufgegangen, wie kein anderes. Unglaublich. Die jungen Wilden schlagen ein. Marco Terrazzino sogar eine 1 in der Benotung. Wir gucken mal direkt rein. Fassli war zu kurz drin, aber Hauptsache er kriegt wieder ein bisschen Einsätze. Ergebnisse, das heißt für uns, wir rücken auf Platz 10 von Platz 12. Haben jetzt 12 Punkte, auch mal zum ersten Mal in dieser Saison, eine positive Tordifferenz. Und wir sind jetzt schon 6 Punkte, haben jetzt schon 6 Punkte Abstand zu den Relegationsplätzen. Hinter uns liegen solche Kaliber wie, ja, es geht eigentlich, ne? Das sind alles Mannschaften, Köln rutscht jetzt auch noch unten. Also, das sieht doch alles mal richtig gut aus für uns. Als Aufsteiger, so ein bisschen Überraschungsteam vielleicht. Schauen wir mal. Wir haben auch eine gute Teammoral, das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Wenn du da so eine Saison gespielt hast wie im letzten Jahr, da haben ja viele von unseren Jungs eine ganze Menge mitgenommen an Vertrauen und an Moral und auch Cleverness gegen diverse Mannschaften. Das finde ich richtig, richtig spitze. Terrazzino hier in der Elf des Tages zum allerersten Mal. Heute mit einem Hattrick, nicht lupenrein, aber ein Hattrick, das ist natürlich die ganze Menge. Führt somit auch wieder einmal die Torschützenkönigliste an. Also das geht natürlich wieder in Richtung letztes Jahr. Rutscht auch sofort in den Marktwert nach oben, hat jetzt eine Stärke von 73 und wenn der so weitermacht, ach du Heilige. Ne? Also ich denke mal, zur Winterpause werden wir uns zum ersten Mal mit anderen Vereinen treffen und über diverse Ablöseverhandlungen von unseren Topspielern sprechen müssen. Bleibt nichts anderes übrig, ist ja klar. So, beste Spieler hier, Terrazzino. Aber Tore hat Helmes noch ein bisschen mehr. Der hat noch ein Tor mehr. Ist ja interessant. Okay, Fairplay. Sieht auch alles gut aus soweit. Okay, dann gehen wir mal rein. Stefan Müller gewinnt auch das Duell gegen Martin Stranzl. Sehr schön. Spitzenmäßig. Und was mich jetzt ganz doll interessieren würde, ist, wie weit die Jungs an Erfahrung gewonnen haben für ein ganzes Spiel. Dann können wir das mal raushauen als Information. Ich glaube, eine Bundesliga-Partie gibt doch wahrscheinlich... Müsste eigentlich mehr Erfahrungslevel geben als eine Zweitliga-Partie, ne? Wenn man so möchte. So fände ich es eigentlich cool. Oder Europa-League-Partie müsste ja auch mehr geben wie eine Bundesliga und Champions League. Jedenfalls am meisten von allen möglichen Erfahrungsstufen. Wir rutschen hier beim Vorstandsvertrauen ganz weit nach oben. Und das ist schon klasse. Florian Fromlowitz kriegt dann nochmal 10.000 Euro gesprochen. Das geht. Er sagt ja auch, er soll ein bisschen mehr Geld kriegen. Ne? Naja, sehe ich aber auch so. Aber gut, er hat jetzt 460.000. Das ist jetzt gar nicht so wenig. Es ist gar nicht so wenig. Lass mal noch ein bisschen spielen. Wir gucken mal. Ob er da jetzt irgendwie traurig ist drüber oder was? Hat das jetzt nicht geklappt? Naja. Hat er noch nichts gesagt, oder? Werden wir ja sehen. Terrazzino. So. Da schauen wir mal. Er hat ja auch schon... Ja, er braucht nur noch 299 Erfahrungspunkte bis zur nächsten Erfahrungsstufe. Also da geht er auch schon steil auf den Erfahrungszustand 0. Also spricht dann, dass er keine Punkte mehr abgezogen kriegt. Er hat ja momentan eine Grundstärke von 73 und seine Form peitscht ihn auch da hoch. Die Erfahrung nimmt ihn ein bisschen runter. Selbstvertrauen sieht auch ganz gut aus. Also das ist klasse. Das ist richtig klasse. Selbstvertrauen ist auch so ein ganz wichtiger Faktor. Den darf man echt nicht unterschätzen. Denn dadurch wird unsere Mannschaft auch nochmal stärker. Ist ja ganz klar auf den jeweiligen Positionen. Emre Can kriegt jetzt schon eine 51 auf der rechten Mittelfeldposition. Im letzten Spiel war es auch eine 50. Ja, es geht jetzt steil voran hier. Anscheinend hat 3 Punkte gekriegt. 3 Punkte, das finde ich nicht gar nicht so viel. 22 hatte er zuvor und jetzt hat er 3 Punkte draufgekriegt für eine ganze Partie. Da können wir ihn auch einwechseln lassen oder können wir ihn auch einwechseln jedenfalls auf diese Position. Wir entwickeln ja momentan auch sein rechter Mittelfeldspieler. Das wird noch ein bisschen dauern, das wird auch wirklich noch ein bisschen dauern. Ich hoffe mal, dass er schnell hinkriegt. Also zum Winter sollte auf jeden Fall eine entscheidende Stärke, ja Verstärkung zu lesen sein oder auch zu sehen sein. Denn sonst müssen wir uns etwas anderes überlegen, wenn es noch länger dauern sollte auf der Position. Und dann werden wir ihn da einfach noch ein bisschen anders einsetzen. Vielleicht kriegt er aber auch was abgezogen, das kann doch auch wieder sein. Es gibt ja so viele Eventualitäten in dieser Geschichte hier. Fußballmanager ist ja so ein komplexes Spiel im Hintergrund, die Datenbank, wie sie funktioniert etc., wie die Berechnungen sind. Und das kann ja auch sein, dass er, weil er nicht auf seiner Stammposition eingewechselt worden ist oder gespielt hat, dass er dann weniger Erfahrung kriegt im Allgemeinen, als wenn er auf seiner beliebtesten Position gespielt hätte. Kann sein, ich weiß es nicht genau, will er auch nicht spekulieren. Ich sag mal nö. Maicon spielt ja für die Bayern.
Fehlt jetzt gegen Hoffenheim. Vielleicht schießen die auch hier ab mit 7:1. So, gegen Nürnberg geht es mal seit langem wieder ein Textmodi-Spiel. Würde ich ganz gerne ansetzen. Emre Can geht auf die Bank. Wir holen die Stammelf raus. Werdet ihr sagen, die haben doch so gut gespielt, ihr bist ja so gut gestartet mit den Jungs, das war doch alles so spitzenmäßig. Ja, aber ich möchte, ich brauche jetzt deswegen nicht unsere erste Riege komplett vernachlässigen und finde ich auch nicht realistisch. Würde schon ganz gerne so auflaufen gegen Nürnberg. Wir schauen mal gerade durch, wer ist denn noch stark und sitzt auf der Bank? Die 70, der Knasmüller, ne? Der ist richtig, das ist einer der richtig guten, sage ich mal, ja. Can ist ja noch 2 Jahre jünger wie er, aber da kommt er auch hin, nehme ich an. Da kommt er auch schnell hin. Knasmüller macht das sehr gut, können wir mit ihm auch mal sprechen. Wie geht's der Familie? Muss mehr Verantwortung übernehmen, vielleicht macht er das ja auch, das wäre ja auch klasse. Nee, macht er nicht, der ist ein bisschen zu introvertiert wahrscheinlich. Was hat er denn an Führungsqualitäten? Nur eine 58, ist ja interessant. Okay. Ihr seht, ich habe ja so ein bisschen Ding eingestellt. Die Geschichte hier mit dem Trainingsfortschritt. Und da sehen wir auch ein bisschen, wie das hier vorangeht. Wo er einen starken Boni gekriegt hat in der Saison. Wo es richtig vorangeht oder wo er kurz davor steht. Bei Vorstöße zum Beispiel steht er kurz davor. Beweglichkeit, Robustheit. Aber wir können ihn ja bloß loben. Super letztes Spiel mit einem Dreier. Das ist echt krass. Aktuell verdient er 270.000, der Marco Terrazino. Habt ihr das gehört, Leute? 270.000. Ich nehme mal jetzt zum Beispiel, ich muss mal gerade gucken, ob was Samir Fassli verdient. Der verdient mehr wie er. Ich würde sagen, wir machen heute schon mal Terrazino 9.